Was ist jetzt eigentlich mit Ultraschall in der Schwangerschaft, Baby-TV, Flatrates? Muss ich jeden Ultraschall selber bezahlen oder übernimmt das nicht doch irgendwie die Krankenkasse? Lass uns mal ein bisschen interner Talk machen, wie es in so einer Praxis abläuft und wie da die Statuten sind. Viel Spaß bei dem Video. Es gibt Geschichten noch und nöcher über verschiedene Gynpraxen und man fragt sich, gibt es da nicht eigentlich eine Regelung? Wer bekommt welchen Ultraschall bezahlt? Welche Krankenkasse zahlt was? Und wie sieht das überhaupt mit der Abrechnung bei uns Gynäkologen aus? Wichtiger Disclaimer vorweg, ich spreche hier über gesetzlich versicherte Schwangere. Bei den gesetzlich Versicherten läuft das Ganze über so ein Ziffersystem und solche Ziffern kann man nicht einfach jedes Mal abrechnen, sondern in den meisten Fällen gibt es eine Pauschale, so auch bei den Schwangeren. Die Pauschale für eine Schwangerenversorgung ist die 01770 und die ist vergütet mit 134,68 Euro. Wow, denkst du jetzt erstmal, das ist ja eine ordentliche Latte an Geld. Es gibt aber einen kleinen Haken, der das Ganze gilt für die gesamte Schwangerschaft in diesem Quartal. Es ist also nicht so, dass man jedes Mal diese 01770 abrechnen, wenn eine Patientin reinkommt. Diese Pauschale soll so ziemlich alles abdecken, also von Beratungen über Blutabnahmen, über Untersuchungen laut Mutterschaftsrichtlinie, also auch die Ultraschalluntersuchungen. Und wie ihr vielleicht wisst, Mutterschaftsrichtlinie gibt 3 Ultraschalluntersuchungen vor, grob kann man sich merken, um die 10. Woche rum, 20., 30., that's it. So, und bevor wir ganz ins Detail gehen, muss ich euch noch eine Ziffer nennen, die jetzt auch in der fachärztlichen Grundversorgung bei den Gynäkologen geltend gemacht werden kann. Und das ist die 01772. Die sagt, wenn eine Pathologie vorliegt oder irgendwas anderes, kann man mal einen Ultraschall machen. Und die Ziffer bringt 41 Euro. Denkt man jetzt auch, wow, 41 Euro ist doch ganz gut pro Ultraschall. Gilt aber auch wieder fürs gesamte Quartal. Es ist also ganz unerheblich davon, ob du jetzt in diesem Quartal 10-mal in die Gynpraxis kommst, wegen Risiko oder wegen irgendwelchen Problemen, oder nur einmal, das Gehalt ist das gleiche, was die Gynäkologin abrechnen kann. Nehmen wir mal eine Risikoschwangerschaft oder in der Vorschwangerschaft war irgendeine Komplikation. Ja, laut Mutterschaftsrichtlinie hat man jetzt auch Anspruch auf eine intensivere Betreuung. Das Problem ist aber, das steht auf der einen Seite, auf der anderen Seite sagen viele GynäkologInnen auch, ja, aber ich möchte dafür halt auch irgendwie Honorar haben. Wenn ich jetzt 10-mal einen Ultraschall mache, aber 9-mal nicht abrechnen kann, dann finden die das nicht cool. Also gibt es tatsächlich manche Praxen, die trotz Indikation, die trotz Risikoschwangerschaft die Hand aufhalten und sagen, ich hätte gerne als Selbstzahlerleistung Geld für diesen Ultraschall. Das ist natürlich ein wahnsinnig ethisches, moralisches Thema, was diese Gynäkologin, dieser Gynäkologe mit sich selbst ausmachen muss, aber auch ein Stück weit verständlich. Es gibt aber auch sehr viele Praxen, die das für Umme machen. Die Schwangere denkt, ach ja, das wird von der Kasse bezahlt, ist ja super. Was sie nicht weiß, kein Mensch bezahlt diesen Ultraschall, der da gemacht wird. Wenn deine Gynäkologin also sagt, ich mache nur diese 3 Ultraschalluntersuchungen, dann hat sie im Prinzip sogar recht. Die Realität sieht aber so aus, dass man ja in der 6. Woche ungefähr zur Gynäkologin kommt, um die Schwangerschaft festzustellen. 4 Wochen später, 10. Woche, guckt man natürlich nochmal. Jedenfalls mache ich das so, weil man möchte ja der Schwangeren auch zeigen, hier, die Entwicklung ist super. Sie spürt ihr Kind ja noch nicht. Dann haben wir die 14. Woche. Eigentlich das gleiche Spiel. Patientin merkt ihr Kind noch nicht. Ich möchte aber zeigen, dass alles gut ist. Das ist schon der 3. Ultraschall, den man gemacht hat. Dann kommt die 18. Woche. Und wenn man jetzt diese 134 Euro vom Anfang dagegen rechnet, wenn man das durchteilt, naja, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Und das ist der Grund, warum die eine Freundin das anders bekommt als die nächste Freundin in einer anderen Praxis, weil jeder Gynäkologe, jede Gynäkologin das irgendwie für sich ausmachen muss, stelle ich mich da als Verkäufer hin und sage, ja, Ultraschall wäre eigentlich schon sinnvoll, weil es sind nur 3, ich würde gerne noch mal einen machen, aber das kostet halt Geld. Da haben wir ein schlechtes, also ich habe da jedenfalls ein schlechtes Gefühl bei, so kaufmännisch aufzutreten. Oder man ist so tough und sagt, nee, ist kein Ultraschall vorgesehen, es wird nicht bezahlt, ich mach's nicht. Was also so bürokratisch und deutsch festgezurrt scheint in Mutterschaftsrichtlinien, ist im Prinzip eine riesige graue Matschepampe, wo jede Gynäkologin und jeder Gynäkologe gucken muss, wie sie es medizinisch, ethisch, moralisch und vom eigenen Verständnis her machen wollen und können. Würde mich jetzt auch mal interessieren, wie hat das eure Gynpraxis gemacht? Hat die Geld genommen, wie viel gleich am Anfang pro Ultraschall oder wurde es tatsächlich auch für Umme gemacht? Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Wenn dich jetzt das Thema noch weiter angefixt hat und du mehr über diesen Ultraschall wissen möchtest, der ja so gefährlich zu sein scheint, kannst du dir dieses Video mal anschauen. Wenn dich der Unterschied interessiert, was denn eigentlich mit der vaginalen Geburt und der Bauchgeburt
wird, also der Kaiserschnitt, dann darfst du dir dieses Video unten anschauen. Und zu guter Letzt, ganz, ganz wichtig, abonnieren nicht vergessen, dann kann ich mehr von diesen Internas erzählen.